Hallo, mein Lieben. Ein weiteres Thema für die Oberstufe, und zwar geht es ums Kernmodul Krisen, Umbrüche und Revolutionen. Hier beschäftigen wir uns mit Rudolf Virchows Merkmalen von Krisen. Es geht um Krisentheorie allgemein. Virchow fasst hier das sehr, sehr schön zusammen. Und am Ende, ich werde erst ein bisschen ausführlich darauf eingehen, am Ende gibt es eine Definition, die ehrlich gesagt meiner Meinung nach die beste ist überhaupt zu Krisen, die alles direkt auf den Punkt bringt. Wie gesagt, Q-Phase, erstes Semester, Kernmodul Krisen, Umbrüche und Revolutionen. Der hauptsächlich zugrunde liegende Text ist zum Problem historischer Krisen aus dem Jahr 1978. Virchow definiert ein paar Merkmale von Krisen. Zum einen haben Krisen laut Virchow einen ungleichmäßigen Verlauf. Es gibt Beschleunigungen, Verzögerungen, Aufstauung, alles ist denkbar. Es ist nicht eine kontinuierliche chronologische immer gleiche Bewegung. Die Krisen sind immer komplex. Probleme in einem Bereich sind nicht aus sich selbst heraus sofort eine Krise, sondern es müssen verschiedene Aspekte auftreten und dann in Wechselwirkung treten. Aus diesen beiden Punkten ergibt sich, dass die Leute ein Krisengefühl haben müssen, also die Leute, die es erleben. Die Betroffenen bemerken Veränderungen, können die Folgen nicht übersehen, sie fühlen Verunsicherung, Verlust, Angst und so weiter. Das sehen wir dann in den Quellen, können wir daraus herauslesen. Allerdings reicht dann die eigene Sichtweise als Krise dann wiederum nicht. Viele Leute sagen ja, oh, ich kriege die Krise oder sowas. Ja, das alleine, wenn er das dann in ein Tagebuch schreiben würde, wäre noch nicht ein Beweis dafür, dass eine Krise vorgelegen hat. Sondern Krisen müssen einen objektiven Charakter haben. Es müssen also auch nachträglich, nämlich von uns heute zum Beispiel in der Rückschau, tatsächliche strukturelle Veränderungen feststellbar sein, die am Anfang der Krisen gar nicht beabsichtigt sind. Krisen haben eine eigene Dynamik, die erforscht werden können, und sie sind nicht lenkbar von den Betroffenen selber. Der Ausgang ist ungewiss und die Leute merken das auch. Und daraus folgt, dass die Krisen immer offen sind. Es gibt keine kausale, das heißt sozusagen Ursache-Wirkungsprinzipe, Wirkrichtung, die sozusagen einen zielgerichteten Ablauf hat. Also man weiß von vornherein, oh, das endet da und da, mal gucken, wie wir da hinkommen. Es ist eindeutig alles irgendwie vorherbestimmt. Nein, Quatsch, Krisen sind offen. Jede Krise kann streng genommen jeden Ausgang haben, im Guten wie im Schlechten. Und es gibt auch immer Alternativen während des Handlungsgangs. Das sind die ganzen Merkmale, die merken wir uns erstmal. Gehen wir kurz weiter. Ein besonderer Punkt sind die sogenannten Naturkatastrophen, wo wir heute auch in der Presse immer gerne von Krisen und so weiter sprechen. Wenn wir Virchows soziohistorische Herangehensweise sehen, muss man sagen, politisch-soziale Krisen haben keine natürlichen Ursachen. Also ein Vulkanausbruch ist keine Krise. Ein Tsunami ist keine Krise. Auch eine Pandemie ist keine Krise. Sie sind nicht automatisch Krisen. Ganz, ganz wichtig. Naturkatastrophen, die genannten eben, spielen nur dann eine Rolle, wenn sie ökonomische Folgen haben, die wir dann nachträglich feststellen können, und sich dann die Administration des jeweiligen Staates oder der Nation oder des Nationalstaates sich unfähig im Umgang mit der Naturkatastrophe und den ökonomischen Folgen zeigt. Denn dann gehen Ansehen und Geltung und Macht verloren, und das kann dann wiederum eine tatsächliche echte soziohistorische Krise auslösen. Also merke, eine Naturkatastrophe ist keine Krise, sondern wie damit umgegangen wird, kann ökonomische Folgen haben und damit dann eine Krise auslösen. Und dann ist natürlich hinterher, sagt man dann, oh ja, die und die Krise war es, und denkt dann automatisch an die Naturkatastrophe, aber eigentlich im gesellschaftlichen Kontext hat das eine andere Ursache. Die ökonomischen Krisen. Ich habe gerade gesagt, Naturkatastrophen können also ökonomische Probleme verursachen. Man kann auch auf anderem Weg ökonomische Krisen herauskitzeln. Also diesen umfassenden Börsencrash kann eine Krise auslösen, wenn der Staat darauf nicht reagiert. Spekulationsblasen, die der Staat vielleicht vorher nicht vorhergesehen hat und dann plötzlich nicht richtig darauf reagieren kann, wenn die dann so verpuffen und ganze Märkte quasi mit in den Abgrund reißen. Das bedeutet ökonomische Krise. Und durch diese Auswirkung der ökonomischen Krise auf die Gesellschaft kann das dann insgesamt zur Krise werden. Also ein Vertrauensverlust, Verarmung, Ansehensverlust der Regierung, die man dann in Frage stellt. Größere Gruppen stellen die Regierung in Frage, dann eventuell das ganze Regierungssystem und so weiter. Oder die Entscheidungen werden nicht mehr akzeptiert. Das alles kann dann eine Krise zur Folge haben. Soziale Krisen gibt es auch noch.
Die beziehen sich immer auf die Gesellschaft und umfassen ganz verschiedene Aspekte. Demografische Krisen, also Altersentwicklung, Überbevölkerung, ethnische Konflikte. Hier eine kleine Anmerkung, Vierhaus spricht von Rassekonflikten. Das fand ich noch nie statthaft, weil ich, seitdem ich denken kann, eigentlich immer die Auffassung habe und denke, dass ich damit richtig liege, dass es keine unterschiedlichen Rassen menschlicher Art gibt, denn sondern höchstens Ethnien. Eine Rasse kann man in der Biologie vielleicht noch verwenden, den Begriff, aber niemals in der Geschichte, ist, weil die, wenn, wir wären nicht fortpflanzungsfähig, wenn es Rassen geben würde. Und da wir aber alle miteinander sozusagen uns vermischen können, bedeutet, es gibt eine einzige menschliche Rasse auf unserem Planeten. So, und die anderen menschlichen Rassen, die es mal gegeben hat, sind nicht mehr da. Das sind die Neandertaler meinetwegen. Ja, oder unsere Vorläufer, der Homo erectus und sowas. Da könnte man sagen, okay, das ist tatsächlich eine andere Rasse. Aber jetzt heute möchte ich diesen Begriff eigentlich nicht verwendet wissen. Darum ethnische Konflikte. Dann die Klassenkonflikte, das hat mit Ökonomie zu tun, mit Machtverteilung, Geldverteilung und die Generationskonflikte alt-jung. Ne? So. Und diese Krisen, diese sozialen Krisen, haben meist direkte politische Auswirkungen. So, Vierhaus hat in einem anderen Werk eine unfassbar gute Definition von Krise gegeben. Und die möchte ich jetzt hier gleich mal zitieren. Er hat im Lexikon der Geschichtswissenschaft Folgendes geschrieben. Von Krisen kann gesprochen werden, wenn zuvor bestehende stabile und funktionierende Zustände sich aufzulösen beginnen, erodieren, dysfunktional werden und die eintretenden Störungen nicht mit hergebrachten Mitteln überwunden werden können, sondern eine Renovatio, eine Reform, eine Revolution erforderlich wird und erfolgt. Dieser Satz fasst alles zusammen, was man bei Krise letztlich anwenden kann, um sie zu untersuchen. Das ist, mit diesem Satz könnt ihr eine soziale Krise, eine ökonomische Krise und selbst eine Naturkatastrophe mit einbeziehen und dann untersuchen, ob es eine Krise ist oder was auch darauf folgt, ob es nur eine Renovatio nötig macht, also eine Renovatio würde bedeuten, etwas erneuern, eine Reform, etwas völlig umgestalten, also wieder in Form bringen, Reform, oder eine Revolution, gibt es ein anderes Video dazu, guckt euch es an, da geht es also um eine gesamte Umwälzung. Das bestehende System wird von einer Krise quasi getroffen und die Sachen, die man vorher gemacht hat, funktionieren nicht mehr. Die hergebrachten Mittel reichen nicht aus, um die Krise zu überwinden. Und ich muss mich verändern. Und dann kann ich von einer Krise sprechen. Das ist eine Top-Definition. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie wie immer in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr ein Like da lasst. Däumchen wie ein Träumchen. Benutzt die anderen Videos zum Lernen. Benutzt die Playlist, die ich für euch definiert habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch ein paar Videos angucken würdet. Und bis zum nächsten Mal.